Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RedHead7LP. Ich bin der Christian und wir haben mal wieder einen Zwischenzock. Und dieses Mal spielen wir One Piece. Ich habe ja in der Fighter Season oder so, ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe, auf jeden Fall habe ich ja One Piece durchgespielt und alle Charaktere geholt und den einen oder anderen auch per Cheat oder so. Ich glaube, die beiden Außen gab es bloß per Cheat oder so, glaube ich, irgendwie. Jedenfalls werden wir jetzt mal im Zwischenzock wieder ein bisschen fighten und ich denke mal, dass wir dafür vielleicht mal Shanks nehmen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich habe jetzt an der Schwierigkeit überhaupt nichts verändert. Wir gucken, wie weit wir kommen. Und vielleicht werden wir dann in irgendwelchen Zwischenzocks des Öfteren mal wieder reinspielen. Oder wir machen vielleicht auch einmal den kompletten Durchlauf nochmal, dass wir wirklich mit jedem Charakter dann wirklich nochmal ein Ründchen spielen. Dann können wir ja nochmal gucken, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir das machen. Hallo? Wieso duckt er sich so komisch? Und boom! Yay! Angriff und Verteidigung aufgetuned, okay. Vielleicht hätte ich vorher doch nochmal nachgucken sollen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich bin. Weil er mir... Naja, obwohl, jetzt geht's dann doch wieder, wenn ich so raufguck. Es wirkt immer, als wenn Shanks so ein bisschen gestunt wäre oder so, weil er manchmal so... Oh nein! Oh, das ist ja jetzt doof gelaufen. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Da, schon wieder. Er geht manchmal so ein bisschen in die Knie und macht nichts mehr. Gibt's hier was Schönes? Ja, scheiße. Yay, erstmal ein Bierchen. Oh, da geht's schon wieder. Okay, komm her. Dann burnst du halt nochmal ein bisschen. Was haben wir noch? Eine Krone? Vielleicht wird er jetzt vom Blitz getroffen, komm. Schade. Oh, der war fies. Kriegst die Quittung. Zack. Ah, nein. Ha, ich hab die Münze auch, das heißt, ich bin auch schnell. Ah, nein, zu schnell. Ja, warte. Oh, da bin ich blöderweise. Nein! Ich diese Dinger hasse. Oh nein, ey. Jetzt will er mich aber wirklich ein bisschen natzen, oder? Shit. Schon wieder gestunt. Komm schon. Na. Ey, das gibt's nicht, wie er immer die ganzen Dinger kriegt. Oh shit. Und gestunt gewesen. Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass Shanks die Treffer ein bisschen besser wegsteckt oder so, weil er immer und immer wieder einfach nur gestunt ist und es wirkt so, als wenn er dann weniger Schaden nimmt oder. Auf jeden Fall haben wir Smoker in der ersten Runde platt gemacht. Und wir haben einen Cape wie Batman. Also, mal schauen. Ich glaube, es waren 6 Gegner, wenn ich mich richtig entsinne. Dann gucken wir direkt mal, wer der nächste Gegner ist. Es ist Tashigi. Ja, leichter wird's auf keinen Fall. Das haben wir ja schon oft genug in den vergangenen Matches mitbekommen, dass es wirklich einfach schwerer ohne Ende wird. Und manchmal hast du dann eben die Varianten, dass du einen Unentschieden nach dem anderen machst oder richtig hart auf die Fresse, Chris. Leider wieder die gleiche Map. Das ist ein bisschen schade. Also, das wäre ganz geil, wenn sie das Spiel hier neu auflegen würden, so HD-Version mäßig und dann auf jeden Fall neue Maps und noch ein paar Charaktere mehr und so. Das wäre doch schon cool, ne? Das wäre doch echt nicht schlecht. Ah, shit. Ich weiß gar nicht mehr, wie blockt man. Oh Gott, weg, weg, weg. Ah! Oh. Wenn er denn so gestunt ist, dann braucht er auch wirklich erstmal ein Stündchen, bis er wieder auf den Beinen ist. Ein Bierchen. Oh.
und der ist mal wieder am Brennen. Ganz egal. Am Ende brenne ich immer. Oder am Anfang zumindest. Ja, zu hoch geworfen. Warte mal, brenn du mal zu Ende. Boom. Oh, verdammt. Aua, nein. Weg hier. Oh nein, ich muss hier weg. Oh nein, wie ich da auch noch genau reinspringe. Oh nein, weg, weg, weg. Oh fuck. Ich hasse das, wenn du den schon vorher raufgedrückt hast. Und dann in dem Moment fangen die an zu leuchten. Ich muss mir auch erstmal wieder angucken, wie man die Special Attacks nochmal macht. Bam. Ey, wie er eigentlich wirklich jedes Mal, nachdem er eine Attacke abbekommt, gestunt ist. Shit. Boom. Komm schon, verkloppen wir sie hier in der Ecke. Bam, bam, bam. Oh, oh, aua. Das wollte ich nicht. Oh, shit. Alter, der Blitz, der kam ja verdammt schnell. Der kam aus dem Nichts. Komm her jetzt hier. Der wollte wieder anfangen zu leuchten. Ey, hier leuchten ist nicht. Hey. Was haben wir hier noch so? Münze. Münzen! Ups, aua. Ah, verdammt. Okay. Okay, das ist noch ganz gut. Einfach gewartet, bis sie hochkommt und dann boom aufs Maul. So, gewonnen. Tashigi war natürlich auch kein Gegner für uns. Mal sehen, wer als nächstes kommt. Wer sich uns entgegenstellt. Wer aufs Maul will. Ja, vielleicht kriegen wir ja auch dieses Mal eine andere Map. Ich glaube, wenn wir jetzt Alvida bekommen würden als Gegner, dann hätten wir nochmal die gleiche Map. Okay. Das ist natürlich jetzt eine andere Map, ne? Das ist diese Fischmenschenwelt. Wie hieß er denn nochmal? Ich habe jetzt nicht auf den Namen geguckt. Wie hieß er denn nochmal? War das irgendwas mit A? Spontan muss ich an Aragog denken. Das war die Spinne aus Harry Potter. Wie hieß du denn nochmal? Shenlong. Auch nicht. Zeig mir nochmal den Namen. Wer bist du? Ach, die haben ja gar keine Namen hier oben stehen. Ich hab gedacht, das würde wie... Ist das nicht bei Tekken so oder so, wo denn oben den Namen steht? Wie hieß er denn nochmal? Dieser Fischmensch da. Oh. Along. Along war es, oder? Boah. Das ist so lange her, als ich die One Piece Folgen geguckt habe. Mit Along. Aschalalalalong. Aschalalalalong. Oh, warte. Nein. Ah, Mann. Komm her. Nein. Gib mir. Ah. Aua. Nein. Ja. Huh. Fang auf. Nein. Oh, das ist das Blöde. Er kann ja schwimmen. Ihm wird da nichts abgezogen. Erstmal reinjumpen. Komm. Erstmal reinjumpen. Komm her, Along. Komm her. Oh nein, jetzt hüpft er auch noch weg, ey. Boah, das hat aber ordentlich Energie gekostet. Dass man hier einmal so kurz burnt. Fang auf. Boah, mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Warte. Go, go, Gadget. Warte, zack. Oh Mann, komm her. Wir müssen ihn einfach mal ordentlich erwischen. Weil das Problem ist, dass die meistens die ganze Zeit blocken. Warte mal, können wir hier jetzt... Ah, zack. Ah, verdammt. Nein. Das gibt's doch nicht. Es fängt ja wieder an zu blocken hier. Yeah. Ah, verdammt, andere Richtung. Nein. Erstmal ins Wasser setzen. Zack. Wie bin ich denn so schnell wieder rausgekommen? Das ging ja ratzfatz. Oh nein, er hat doch nur noch einen so einen Zippel. Boah, das war knapp. Da habe ich genau den richtigen Gedanken gehabt zu dem Zeitpunkt. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Treffe ich den Typen wieder nicht. Ha! In die Eier. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Damit ist Along auch in die Knie gegangen. Bezwungen von Shanks.
Und dann gucken wir mal. Entschuldigung. Dann gucken wir mal, wer der nächste Gegner ist. Oder? Aber der hieß doch wirklich Arlong, oder? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht irre ich mich ja, aber eigentlich müsste das Arlong gewesen sein. Kuro. Aber ich nenne ihn lieber Captain Black. Das klingt nämlich ein bisschen krasser als Kuro. Kuro klingt so wie so ein... Weiß nicht, wie so ein... Ein Charakter aus... Naruto oder so. Ey, woher kennt ich den Namen Kuro auch? Gab's da noch einen Charakter irgendwie auch aus einem anderen Anime oder so? Oh ja, eine Waffe, das ist gut. Warte, oh nein, falsche Richtung. Ja komm, wir haben jetzt gerade die Kraft der Waffe. Jetzt haben wir die Kraft der Verteidigung. Also... Okay, wir stehen einfach da und keiner macht irgendwas. Warte, gib mir... Nein. Oh, jetzt burnen wir nicht mehr. Scheiße. Bam. Oh nein, oh nein. Und schwimmen gegangen. Boom. Ah, shit. Hehe, kann ich auch. Zack. Und oh shit, Mann. In dem Moment landet da eine Bombe. Wie fies ist das denn? Das war richtig mies. Ich muss sagen, One Piece habe ich jetzt schon eine gewaltige Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ich habe mir so die letzten Folgen angeguckt, die davon auf Deutsch kamen. Das war ja so das ProSieben Max Programm. Und dann habe ich mir aber vor kurzem den neuen Dragon Ball Film geholt. Also den neuen Resurrection F. Der etwas neuere. Ich muss sagen, der war ganz okay. Also ganz gut eigentlich sogar. Aber mir persönlich hat Battle of Z oder Battle of Z ein bisschen besser gefallen. Nein! Oh. Bei der wären wir da genau reingesprungen. Dragon Ball müssen wir halt auch mal wieder zocken, ne? Nur das Problem ist, ich hatte ja... Das letzte Dragon Ball Spiel, was ich hatte, war ja Xenoverse. Und inzwischen ist auch Xenoverse 2 raus. Plus Xenoverse 1 hat mir nicht so sehr zugesagt und Xenoverse 2... habe ich mir deshalb erst gar nicht geholt. Ich muss einfach mal gucken, ob ich mal wieder ein altes Dragon Ball Game oder so rauskram. Aber das könnte man auch auf jeden Fall mal wieder zocken. Aber jetzt sind wir erstmal bei One Piece und Captain Black ist auch Geschichte. Shanks gegen Ruffy. Und die Flying Lamp ist auch am Start. Mittlerweile haben sie ja, wie hieß sie nochmal, Sunny Flower oder so? Irgendwie so komisch heißt das Schiff doch mittlerweile. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich kenne den Manga ja nicht, den lese ich ja nicht. Beziehungsweise es gibt ja auch im Japanischen schon so viele neue One Piece Folgen. Kann ja sein, dass da inzwischen auch schon wieder ein neues Schiff am Start ist. Oder sonstige neue Charaktere, da bin ich jetzt nicht so sehr involviert. Wie gesagt, die letzten Folgen, die man so gesehen hat, waren die von ProSieben Max. Die dann eben, weiß ich nicht, bis 450 gingen oder so. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr, aber ich hab doch gefangen. Aua. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja. Unten durch. Shit. Ja, natürlich einen langen Latsch, ne? Dadurch kann der natürlich auch gut austeilen, aber das können wir auch, wir haben ein Messer. Oder besser gesagt ein Schwert. Boom. Warte. Zack. Ah, shit. Wenn der seinen dicken Bauch macht, ey. Komm, oh nein. Oh, ey, das ist immer so nervig. Ja, komm. Ah, oh, jetzt bin ich in diese Falle gelatscht. Ich bin gestunt. Komm, bam, Rainer. Da ist er richtig schön rein in die Nummer. Kann ich nicht? Ja, ich kann. Und verdammt, er ist zu spät aufgestanden. Und Game Over. Für mich wirkt das irgendwie so, als wenn die hinten raus leichter werden, die Gegner, wa?
Oder liegt das einfach daran, dass ich werde einfach besser und besser und besser? Also, mit Shanks konnten wir dann auch schlussendlich Ruffy besiegen. Und jetzt müsste auch schon der letzte Gegner, der finale Gegner, an den Start gehen. Und es ist Mihawk, Falkenauge. Ja, das wird hart, würde ich sagen, denke ich. Aber ich mag die Map. Also das ist schon mal positiv zu betrachten. Ich mag diese Map. Ich mochte auch die Folgen. Das sind ja meistens die Maps aus dem Anime. Auch wenn sie ein bisschen runtergebrochen sind, aber das sind die schon. Und hier war ja eben die Storyline um Sanji. Und die war eigentlich auch ganz cool. Eigentlich ist es generell immer cool geworden bei One Piece, wenn du halt mehrere Parteien hattest, die auf einmal an den Start gegangen sind. Also nicht nur die Strohpiraten und dann irgendwelche random Gegner, sondern du hattest hier halt die kompletten Köche. Dann kam Falkenauge irgendwann vorbei und dann hattest du den Commander Creek oder wie der halt, irgendwie so komisch hieß der doch. Den gibt's hier auch als Gegner. Das war so der erste, oder war das... Das war, glaube ich, so der erste große Gegner, oder? Vielleicht irre ich mich ja auch. Dann gerne in die Kommentare schreiben, das Ganze. Warte, komm. Ja, Mann. Also, noch erscheint er mir als machbar. Oh Gott. Warte. Ah, verdammt. Was auch witzig wäre, stelle ich mir hier gerade nur so vor, weil die Charaktere ja hier so klein gehalten sind. Oh Gott, nein, weg. Der leuchtet. Wäre so ein One Piece Card oder so. Oh, vor allen Dingen sag ich noch. Weg. Am besten auf Abstand bleiben. Das ist ihm voll egal, Alter. Er ist da erstmal so ein Furzlos. So ein Windhauch. Wirbelwind. Ah. Er ist auch gestunt dann, okay. Das hat man eben gesehen. Er hatte auch seine 3-Punkt-Landung da. Und dann... Boom! Wo wir gerade beim Thema 3-Punkt-Landung sind. Was haltet ihr eigentlich von dem neuen Trailer zu Assassin's Creed? Warte. Boom. Ey, das ist wirklich hart gerade. Ich bräuchte mal was zu essen. Nicht sowas. Ist hier noch was anderes? Nicht sowas. Komm. Boom, boom, boom. Der hat ganz gut gesessen. Nein. Oh, verdammt. Zack. Oh, nein, ey. Boah, zum Glück hat er seinen Wirbel jetzt nicht mehr oben machen können oder so. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber den hätte ich auch alt ausgesehen. Da hätte ich nicht mehr ausweichen können. Oh, nein, komm. Komm, hau zu. Bam. Bam! Aus dem Bild gematcht. Game over. Und damit hat Shanks die Grand Line für sich erobert. Denn auch Falkenauge ist Geschichte. Und es pixelt durch seinen Mantel durch. Na gut. Das war also die Variante von Shanks. Also der Weg von Shanks. 6 Mann, glaube ich, platt gemacht. Hier nochmal ein schickes Bild. Ja, und dann, weiß ich nicht, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, worauf ihr mehr Bock habt. Ob wir vielleicht ab und zu mal nur reinzocken, so im Zwischenzock, oder ob wir eventuell mit jedem Charakter nochmal durchzocken, so, weißt? Das könnte man ja auch nochmal machen. Generell müsste ich nochmal gucken, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir zocken. Aber na gut, das soll es erstmal gewesen sein von diesem Zwischenzock. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.